viele Kills habe ich überhaupt? Ich bin wieder Erster in meinem Team. 15, 15 oder was? Kills? 15. Wiederbelebung eine. Na, Freunde? Habt ihr Lust auf eine Party? Ah ja, hat Lust auf eine Party. Schade, ich wollte den Messern kommen. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Zipline-Action! Fuck yeah, mit der Pistole. Wie im Singleplayer. Oh, ist das cool. Ja, das macht mir irgendwie mehr Spaß als der Multiplayer von Medal of Honor Warfighter. Wieder verloren. Relativ knapp. Verschlüsselte Daten wieder gefunden. Ja, wieder bin ich Erster und wieder kriege ich eine genug. Immer gut für einen Spruch. Na, du Pisser. Scheiße. Immer werde ich getötet, aber ohne Mist. Wie geht's dem Gesicht? Aua. Oh, fuck, ey, komm. Müssen jetzt mal eine Runde gewinnen. Ist doch scheiße. MP5 mit hoher Treffsicherheit. Ein Decoder ist fertig. Oh, dafür kriege ich wieder was Tolles. Oh, machen wir einfach mal. Ich habe keine Ahnung, wofür das genau da ist. Lass mich erstmal in den Kommentaren wissen. Ich glaube, ich hätte das ein bisschen genauer lesen sollen. Okay, Bewaffnung. Wir haben hier sogar die STG schon drin. Sekundärwaffe, die Magnum, finde ich toll. Oh, wir haben viel zu wenig Zeit, unsere Klasse zu erstellen. Okay, die haben wir erstellt. Vielleicht mal die MP5 hier reinmachen, kein Mod. Dazu müssen wir dekodieren. Oh, nette Skins. Na, Tempel. Feuersturm. Okay, den Modus kenne ich noch nicht. Feuersturm auf Tempel. Oder Tempel auf Feuersturm? Ne, glaube ich nicht. Ein Gegner auf der Seilrutsche töten ist die Tagesherausforderung. Da sind wir. Ein Feuersturm wird in unserem geliebten Tempel wüten. Hier müssen wir uns erheben. Schützt unser Eigentum und nehmt unseren Feinden das ihre. Zwei Versorgungslager gehören uns und zwei gehören ihnen. Eure Aufgabe ist es, die Feindvorräte zu verbrennen und unsere eigenen zu beschützen. Wenn uns die Ahnen helfen und ihr beide Feindlager gleichzeitig anzündet, erzeugt ihr einen reinigenden Feuersturm. Das wird ein Notfallfunkgerät aktivieren. Wenn wir den Feuersturm verursacht haben, müssen wir das Funkgerät zuerst erreichen, auf ein Signal warten und unsere Verbündeten rufen. Nur dann siegen wir. Hat der Feind den Feuersturm ausgelöst, müssen wir das Funkgerät erreichen, auf das Signal warten und dann unsere Verbündeten rufen, damit sie das Feuer löschen. Dann beginnt das Spiel von vorn. Hm, interessant. Wirklich ein interessanter Spielmodus, muss ich sagen. STG 90, los geht's. Optik sind auch schon dran. Fucking sick. Okay, da müssen wir was anzünden, da müssen wir was anzünden. Boah, nicht das genaueste Teil hier. Nicht so zufrieden damit. Mit V markiere ich meine, okay. Gegner. Wir legen Feuer an ihr erstes Vorratslager. Ja, mach das mal. Kann ich da auch was mitmachen? Oder macht er schon? Okay, er sticht rein, lässt es auslaufen, Feuer. Und da brennt es. Okay, jetzt müssen wir auf dem Signal. Oh, ich brenne! Fuck, 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 fuck! Okay, wir müssen jetzt auf irgendwas warten, ne? Da brennt nichts mehr! Nächstes Mal erledige ich beide! Wir zünden das erste Feuer an! Oh, da holt er die Tonne raus. Und natürlich werde ich angegriffen. Ärgerlich. Da muss auch immer eine Sau kommen. Und er ist sogar Stammsau. Die Saudi. F1, hä? Haben wir wieder hin.
Ich bin gespannt, ob das überhaupt einer schaffen wird. Ach. Ja, klar. So, die Lady kommt gar nicht um die Ecke. Ah, nehmen wir einfach mal die MP5. Wir haben leider nicht genug Zeit, unsere Bewaffnung genau zu erstellen. Ah, jetzt haben alle den Kampfschrei in der Nähe bekommen. War glaube ich nur ein oder zwei Leute. Klar! Ich baller und baller und baller. Der hat immer noch 34 und töte mich direkt. Was war das denn, ey? Okay, jetzt haben wir die MP5, die fast so aussieht wie eine AK. Okay. Oh. Ohne Mist. Hab ich ein Pech? Steht neben mir mit einer MP5. Versuchen wir es. Die versuchen ein Versorgungslager anzuzünden. Hab ihn. Lade nach. Unser Feuer ist aus. Wir müssen schneller sein. Wir haben eins unserer Vorratslager angezündet. Schützt das andere. Komm, hau rein. Wir versuchen dich zu decken. Wir legen Feuer an ihr erstes Vorratslager. Sogar eine MG, cool. Oh, der ist tot. Gut. Oh, alles brennt. Ich muss hier raus. Fuck. Hier rum. Okay, das Feuer ist gelegt, aber jetzt müssen wir die andere Tonne auch zum Fackeln bringen. Ich versuch das mal hier so ein bisschen zu decken, weil ich denke, die können das Feuer auch löschen irgendwie. Okay. Bin dabei, vielleicht schaffen wir jetzt beide auf einmal. No, klar muss da einer kommen, ey. Der steht auch noch genau vor ihm. Warum hat er den Jungen genietet? Komm schon, zünde das Ding an. Jawohl! Okay, wo ist das scheiß Funkgerät? Jawohl. Wollte sich gerade heilen. Boah, leck dich doch nicht so weg. Komm, jetzt nicht verrecken. Jawohl, Double Kill. Hier ist einer am Funkgerät. Nein! Oh! Super geworfen. Ja, super geworfen, ey. Ah, muss ich mich noch dran gewöhnen. Es dauert eine gewisse Zeit. Was? So lange zum Spawn? Kann aber wirklich auch alle auf den Punkt. Boah, da will er den wiederbeleben. Dumm ist das denn. Die wollen sich das Funkgerät holen. Da müssen wir natürlich verhindern. Komm schon. Ach, keine Chance, ey. Die stehen echt überall. Alleine reißt man da sowieso nichts. Hm, da haben sie es gelöscht. Oh, hier ist... Also in fast allen Spielmodi ist wirklich Teamwork gefragt. Außer natürlich den ganzen Team-Deathmatch und Deathmatch-Sachen. Wow, 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 wow. Was da? Was ist denn jetzt her? Pien. Ah, er kann gerettet werden, komm. Oh, schade. Double Kill. Geh ich ab, ey. Ey, kannst du mal aufhören zu beschießen? Ja, es war dumm. Ich hatte schon gar keine Energie. Voll in die Brust. Wieder Erster in meinem Team. Meine Güte. Die zünden unsere Lager an!
lassen. Beide gleichzeitig zum Rennen bringen. Wir haben eins unserer Lager angezündet. Verteidigt das andere mit eurem Leben. Wir zünden das erste Feuer an. Na, hier ist viel Teamwork gefragt. Schmeiß die Granate! Ja, komm ich nicht irgendwie dran? Muss doch einer rumtun, ich will garantiert nicht direkt ans Fass springen. Ah. Das Feuer der Piraten ist aus und nun unterstützt diese Vorräte. Das erste Vorratslager brennt. Ich probiere mal mein Glück. Kommt sowieso gleich einer raus. Ja, sobald ich das gesagt habe, kommt einer. Ja, die müssen in der Nähe irgendwo spawnen, ist ja Logo. Wir müssen mit mehreren Leuten auf das Lager gehen, ist klar. Okay, wo sind meine Teammates? Gib doch die Sau. Wenn ich so lecken würde. Ich lade nach! Das würde mich vielleicht auch öfters heilen. Ist er eine tolle Waffe dabei? Oh, ne. Unser Feuer ist aus! Legt es nochmal! Die versuchen ein Versorgungslager anzuzünden. Okay, vielleicht schaffe ich das zu zäh. Wir haben eins unserer Vorratslager angezündet! Schützt das andere! Das erste Vorratslager brennt! Ja, toll! Ich zieh die Tonne raus und krieg ein Messer in den Hals. Very interesting. Wir zünden das erste Feuer an! Oh, zwei! Ja, klar! Natürlich sofort mich im Visier gehabt. Ich muss die Waffe wechseln. MP ist zwar schön und gut, aber. Piratenfeuer ausgebrannt! Die versuchen einfach. Nicht so wirklich präzise. Da oben. Boah, keine Chance, man ist so schnell tot. Komm, noch eins. Vielleicht schaffen wir es. Oh, beide brennen. Nein. Jetzt müssen wir wieder zu dieser Satellitenschüssel. Wir dürfen das Telefon nicht bekommen. Auf sie. Okay, wir müssen die ganze Sache abblasen oder Verstärkung rufen oder was? Ja! Ich hätte da nicht rausgehen sollen, während der schießt. Genau einen Kopf gekriegt. Toll. Lässt er sie einfach messern. Klar wollen die das. Oh mein Gott, die Granaten fliegen so komisch. Okay, komm back. Wir holen uns das Funkgerät. Na, hoffentlich. Genau dahinter. Ja, nur eine Frage der Zeit, bis einer kommt. Ich muss es versuchen. Man kann ja Glück haben. Komm schon, komm schon, komm schon. Das können wir hinkriegen. Wir haben das Funkgerät und das wird verkommen. Alles klar. Wir sind ganz bei der Sache. Ah, krieg ich den auch noch? Nee. Wurde irgendwie gelöscht durch das heilige Wasser oder so ein Mist. Oh, schade. Oh, kipp vor Schreck um. Oh, jetzt den Fuck, kein Bock mehr. Kills zu kriegen ist kein Problem. Oh, ich wurde mal überholt mit 2000 Punkten. Oh, mal Zeit. Dann krieg ich wenigstens, wenn wir verlieren, nicht einen in die Fresse. Hier hinterm Stein Deckung suchen. Der kommt schon noch. Oder auch nicht und ich krieg's von hinten. Meine Güte.
Fuck, jetzt hat der Gegner es wieder entfacht. Wir kriegen das viel zu leicht hin, weil wir wirklich überall stehen und nicht an den Punkten. Also in der Zeit, wo die das entzündet haben, können wir natürlich nichts entzünden, ist klar. Gucken. Wir können die ganze Sache auch gleich wieder abblasen. Hallo, das sind Headshots. Oh, fuck. Da hat noch einer hochgelaufen. Ah, meine Granate hat auch versagt. Läuft nicht gut. Guck mal, wirklich von überall. Von hinten. Von der Seite. Okay, ab zum Funkgerät. Verloren. Drei Matches schon verloren. Mein Gott, ein Fluch liegt da irgendwo. Über uns. Ah, der Multiplayer-Modus ist wirklich geil. Macht wirklich hammer viel Spaß. Jetzt kriege ich wenigstens hier einen auf die Fresse. Oh, oh. Wow. Ich glaube, diesmal kriege ich keiner auf die Fresse, oder? Doch! Ha! Wenn du mich tötest, sterbe ich als Märtyrer. Ach ja? Mann! Ha. Hast du dir wehgetan? Oh. Ein Scheiß bist du! Hundefutter! Inselschwein! Was für eine Affe, ey. Aber diese kleinen Zwischensequenzen am Ende sind ziemlich lustig. Nette Idee auf jeden Fall. Hier werden wir wieder zurückgeworfen. Wir haben Zeit zum Dekodieren. All den Drum und Dran. 14 Kills. Okay, mal eben das Setup schnell gehen. Gucken wir mal, was wir für Waffen haben. Wir haben die AK-47. Wunderschön. Dazu müssen wir noch alles dekodieren, das kriegen wir auch noch hin. So, am wenigsten eine Langzeitmotivation, das Spiel zu spielen, um die Waffen hier freizuschalten. Das ist ziemlich cool, ehrlich gesagt. Okay, die MP. Dann haben wir erstmal die MP. Sniper natürlich nur eine. Shotgun. So, die Spaß ist da. Vielleicht im Singleplayer schon so super. Wow, wow, wow. Ziemlich geil. Dann mal auf zum nächsten Match.